Nintendos E3 2018 steht ganz im Zeichen von Super Smash Bros. 5. Aber was befindet sich noch im Koop von Nintendo? Nun, ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, ja, und ich möchte euch meine persönlichen Meinungen, Wünsche und Hoffnungen näher bringen. Zunächst einmal gehe ich auf das Offensichtliche ein. Sie werden auf jeden Fall Super Smash Bros. Zeigen. Das ist ganz klar, absolut klar. Das ist eigentlich ausgeschlossen, dass sie es nicht zeigen werden. Sie haben sich nämlich drauf verständigt, okay, wir zeigen es, also zeigen wir es, ne? Was werden sie uns zeigen? Nun, meine Hoffnungen liegen darauf, dass sie Super Smash Bros. Zeigen während ihrer Präsentation komplett am Ende oder komplett am Anfang der Direct. Das bedeutet, sie werden anfangen mit einem, natürlich wie man es kennt, beim Bewohner damals, bei Super Smash Bros. Für 3DS und Wii U, haben sie Bewohner reingebracht. Irgendwo ein Charakter, den man halt kennt, ja, so halbwegs. Eine Lokation, die man möglicherweise kennen kann, wenn man das Spiel gespielt hat. Und dann geht's rein, zack, Story-Modus. Das ist mein erster Punkt. Ich hoffe, dieses Super Smash Bros. Wird einen Story-Modus haben. Mit Cutscenes. Quasi wie in Brawl. Weil Brawl's Story-Modus war richtig, richtig gut. Mir hat der gefallen. Und der war scheußlich schwer. Für Neulinge in der Serie. Der war scheußlich schwer für Anfänger. Aber welche Charaktere und wie könnten sie die Story verpacken? Nachdem Super Smash Bros. 4 ja so, ja, aus der Dunkelheit von Smash Bros. Rausgegangen ist, die Brawl hatte. Brawl war ja übelst düster. Hatten wir einen Super Smash Bros., was ja heller war. Es war total locker, flockig, hell. Alle Charaktere waren irgendwo freundlich. Selbst Bowser war irgendwo freundlich anzuschauen. Ja. Und Ganondorf sowieso. Ganondorf ist sowieso die freundlichste Person aller Zeiten. Ja, muss man daran festhalten. Aber was, welchen Ton wird dieses neue Smash Bros. Haben? Was wir sehen oder gesehen haben aus der Direct, wo Smash Bros. Angekündigt worden ist, ist die Tatsache, es ist ein bisschen, ja, ein etwas düsteres als zuvor. Das war jetzt nicht so, oh, hier ist Smash Bros., total yay. Es war so nämlich so, oh, bumm, Feuerwand. Das war imposant. Das war düster und geheimnisvoll. Und auch ein bisschen episch. Können wir uns darauf einstellen, dass wir eine epischere Story bekommen werden, wenn wir eine Story bekommen sollten. Ein etwas, ja, handfesteres oder halbwegs realistischeres Smash Bros. Ich will jetzt eigentlich nicht sagen realistischeres, aber dieses Wort passt ein bisschen besser als dieses locker flockige, wir sind alle aus Plastik Gehabe, was Smash 4 hatte. Klar, hatten mit Amiibos zusammengehangen, aber so ein bisschen, ja, den Charakteren ein bisschen mehr Detail geben, ein bisschen mehr so ein bisschen Umf, ja, so ein bisschen ja, das fehlt irgendwo. Aber welche Charaktere könnten denn reinkommen? Es gibt eine Menge Charaktere tatsächlich, die in Smash Bros. Reinkommen könnten. Charaktere, die genannt worden sind während des Smash-Spellets, Charaktere, die reinkommen können, weil sie halt sehr beliebt sind, die momentan aufstrebend sind. Oder Charaktere, die wir schon ein bisschen länger kennen, aber nie wirklich ins Augenmerk gekommen sind, bis vor ein paar Jahren vielleicht. Und einer dieser Charaktere wäre mein absoluter Favorit für dieses Spiel. Ob sie es schaffen wird, hineinzukommen in dieses Rooster von, es dürften über 50 Charaktere werden, wieder mal. Wenn man in den Gerüchten glauben mag, werden alle Charaktere übernommen. Und meine Wahl läge tatsächlich auf Shantae. Ja, Shantae ist seit Urzeiten, ja, seit Gameboy, ja, ich meine Gameboy war es, auf Nintendo-Plattform unterwegs. Es war immer so eine Serie, ja, die ist so ein bisschen in Hintertreffen geraten. Super gute Spiele, macht immer Spaß, auch anzuschauen, hat klasse Stil gehabt, lustiges Gameplay, aber es ist nicht wirklich in Erscheinung getreten, bis vor kurzem. Denn Shantae hat seit, ja, ein paar Jahren wieder regelmäßig Spiele rausgehauen. Jetzt vor kurzem erst Shantae Half Genie Hero. Ich habe sie jetzt zufällig rumstehen in der Ultimate Edition. Und
die Spiele sehen nicht nur gut aus, sie sind gut, ja? Diese Spiele sind gut. Der Charakter macht auch total Laune. Anzuschauen, hat gute Bewegungen, gutes Moveset, alles Mögliche ist vorhanden. Aber was... Was könnte Nintendo dazu bewegen, diesen Charakter reinzubringen? Das ist eine Frage. Hat Shantae überhaupt eine Chance reinzukommen? Das ist was anderes. Aber meine Hoffnung liegt auf Shantae. Aber ich weiß auch, viele Leute, sehr viele Leute wollen Shovel Knight drin haben. Shovel Knight ist ein schwieriger Fall. Shovel Knight ist ein schwieriger Fall. Deswegen spreche ich es gar nicht an, aber auf Shovel Knight kommen wir später nochmal zu sprechen, während einer anderen Sektion des Videos. Und ja, dieses Video wird mega lang werden, aber es ist eine Prediction, was auf der E3 passieren wird. Das heißt, Smash Bros. Wird ziemlich langer Teil, weil Smash Bros. Ist confirmed für die E3. Ne, kennt ihr ja. Also, wir fangen an mit einem Charakter, der reinkommt in Story-Modus. Schönes CGI, keine Ahnung, Cutscene, sonstiges, Cinematic. Total toll, wird total klasse. Hier die Splatoon-Squids kommen rein. Die Squid Kids. Alles klasse. Und dann kommt die Frage. Was folgt darauf? Nun, wir haben einige Optionen offen für Spiele, die bereits angekündigt sind, dass sie gezeigt werden. Noch einmal. Vor allem vor einem Jahr wurde ja gezeigt, Yoshi wurde gezeigt. Der Trailer, wo der ein bisschen auf Dauer auf den Nerven ging. Es wurde angeteasert, Fire Emblem für die Switch. Es wurden einige Sachen gezeigt, die noch kommen sollen und kommen werden. Darunter auch ein paar DLCs. Ja, DLC-Pakete für bestimmte Spiele kommen noch raus. Darunter eins, was bisher angekündigt, also bereits angekündigt worden ist und auch gezeigt worden ist von Ubisoft für Mario und Rabbids. Oder Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Das mit dem Donkey Kong. Ja, das wurde bereits angekündigt. Und auch gezeigt, teilweise. Da werden sie wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu zeigen, denke ich mal. Auch mit dem Release-Datum, weil wir haben bisher keines. Und das ist sehr, sehr bitter. Denn ohne Release-Datum ist es ziemlich doof. Denn wenn es im Juni kommen sollte, direkt, zack, E3 ist vorbei von Nintendo. Jetzt könnte es downloaden. Dann haben wir ein Problem. Weil es genau die Zeit, dann fängt man an, die ganzen Spiele zu spielen, die gerade frisch rauskommen. Oder zu diskutieren über die ganzen Sachen. Und es wäre ein kleines Problem. Ja, ein kleines Problem für uns. Hier, für die ganzen Content-Creator. Denn es wird massiv hektisch. Zu Yoshi, wie ich es nenne, Paper Wool. Oder Woolsworth. Wenn es einem was sagt, Woolsworth. Hier, komische Wollladen. Ich weiß nicht, ist da runtergekommen, der Laden. Ich weiß nicht. Ich habe die Note total heruntergekommen gesehen bisher. Das Spiel wird wahrscheinlich ein Release-Datum bekommen für, ich schätze mal, Oktober oder November. Im November wissen wir ja, Pokémon kommt raus, dieses komische Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Ist mir persönlich ein Dorn im Auge, dieses Spiel oder diese Spiele, weil es einfach nur eine Erweiterung ist. Danke an den PK Sparks, ja. Der hat es genau gut festgehalten. Es ist eine Erweiterung für Pokémon Go. Ein Spiel, was ich nicht gespielt habe. Weil, ich bin der RPG-Typ, ja. Ich spiele ja so gerne RPGs, ja. Also auch Pokémon zählt als RPG. Auch wenn es irgendwo strategisch ist, aber es zählt als RPG. Und dieses Spiel nimmt mir einen großen Teil des RPGs weg. Und das ist das Fangen oder beziehungsweise das Bekämpfen von wilden Pokémon. Das ist einfach nur, da ist ein wildes Pokémon. Schmeiß einen Ball drauf, du hast es gefangen. Toll. Aber wir wollen es nicht damit aufhalten, haben wir uns ein bisschen drüber, habe ich ein bisschen drüber ausgelassen, dass mir das nicht gefällt. Aber Yoshi, ich hoffe, du kommst in dem Zeitraum raus, ja, denn ich habe Hoffnung in dich. Ich hoffe, die Musik wird nicht allzu nervig werden. In Woolly World war die richtig, richtig gut, aber dieses Paper Rule, wie auch immer man es benennen mag, also mit der ganzen Pappe, das ist vom Feeling her, uff. Das ist einfach ein Uff. Aber was man noch hoffen könnte, was viele Leute erhoffen, ist eine Sache zu Fire Emblem Switch. Ist angekündigt worden vor einem Jahr. Dann kam, Fire Emblem Warriors raus. Fire Emblem Warriors ist so eine Sache.
zumindest laut den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, das Spiel ist so ein bisschen und das kriegt man auch hinterhergeworfen mittlerweile vom Preis. Ist ein bisschen traurig, aber dieses neue Fire Emblem, wenn sie es zeigen, wird ziemlich fett werden. Wir wissen, wie krass die Macher von Fire Emblem sind, ja. Die gehen, wenn sie einen Konsolenteil raushauen, übelst gehen die auf die Kacke, ja. Also die hauen nur richtig auf die Kacke drauf und hauen das übelst von der Grafik hoch. Ich bin gespannt, ob sie wieder so die Richtung gehen von Story wie Fire Emblem Awakening. Weil das ist mit Abstand mein Lieblingsteil bisher von der Story. Die Charaktere waren alle total gut. Man hatte eine gute Story, man hatte Arcs, die man perfekt einbringen könnte in Anime. Ist so. Man könnte die perfekt reinbringen in so ein Anime. Ob sie es jemals machen werden, ich hoffe, das wäre nämlich richtig gut. Es wäre richtig geil. Aber ich bin gespannt, ob sie auch wirklich auf die Kritik der Fans eingehen und diesen bekloppten Easy-Mode rausnehmen, ja. Von wegen, hey, deine Charaktere, die sterben, ja, und die kommen im nächsten Kapitel wieder und, ja, als wäre nichts gewesen und sowas. Ich meine, die werden es nicht rausnehmen. Es ist ein bisschen freundlicher für richtige Casuals oder Leute, die halt nichts mit der Serie groß angefangen haben bis dato. In welchem Setting das sein wird, ich denke mal, typisches Fire Emblem Setting, was man halt kennt. Nicht dieses asiatische gegen europäische Setting, was man hatte in Fire Emblem Fates oder If, wie man es nennt, in Japan. Ich hoffe generell auf einen, ja, so ein Feeling, so ein Gefühl, was man hatte bei Awakening. Halt so ein bisschen rustikaler. Es hatte einen echt rustikalen Charme. Aber es kann meinetwegen auch ein bisschen eine kleine eigene Serie werden, wie damals auf der GameCube und auf der Wii die Spiele mit Ike. Das war Radiant Dawn und Path of Radiance, meine ich. Was in der Reihenfolge oder anders Reihenfolge? Die beiden Spiele, die hatten es schon ein bisschen in sich. Mit dem zweiten Teil auf der Wii, der hat eine große Sache verschissen. Und zwar die Support-Gespräche. Das war nicht feierlich, es war total lächerlich. Von wegen, du machst ein Support-Gespräch und die sagen nur Standardzeug. Von wegen, ja komm, ich unterstütze dich beim nächsten Kampf. Toll, High Five! Anstatt so ein schönes Gespräch aufzubauen. Wie, hey, warum magst du keine Kartoffeln? Ich bin ein Hase. Aber du magst doch keine, warum isst du keine Kartoffeln, weil du ein Hase bist? Ich dachte, Hasen essen Kartoffeln, weil ich ein Hase bin und wir tragen den Scheiß nicht. Ja, und am Ende einigen sich auf Karotten. Oder sowas in der Art. Ja. ist die Frage, werden sie einen neuen Charakter einbringen? Einen neuen Hauptcharakter? Könnten sie diesen Hauptcharakter schon in Smash einbauen, wie sie es gemacht haben mit Corrin? Corrin haben sie ja in Smash eingebaut, bevor Fire Emblem Fates rauskam in Europa und in den USA. Also in Amerika und Europa. Und das war so eine Sache, das haben sie gemacht, ein bisschen marketingmäßig. Ja, kriegt ihr einen neuen Charakter, ne? Kennt ihr, mögt ihr alle. Hier, bitteschön, zack, habt ihr hingeschmissen. Corrin ist kein schlechter Charakter. Nur, es war ein bisschen strategisch gemacht, von denen so ein bisschen zu verkaufen. Ob sie es machen werden bei Smash mit Fire Emblem Switch, bleibt offen. Wenn sie es machen sollten, dann dürfte Fire Emblem, ja doch, Fire Emblem sollte dann definitiv nach Smash Bros. Gezeigt werden. Ein Spiel, welches schon released ist und von dem wir ein bisschen mehr erwartet haben von seinem ersten DLC, ist Super Mario Odyssey. Das erste DLC von bei Super Mario Odyssey war diese komische Ballonjagd mit Luigi-Dingenskirchen, was gut und gerne von Anfang an hätte drin sein können. Ja, aber es ist kein richtiges DLC in dem Sinne. Es ist einfach nur ein Minispiel hinzugefügt, was keinen großartig interessiert. Können wir erwarten, dass zu Mario Odyssey noch ein DLC rauskommt? Und wenn ja, was kommt drin vor? Es gibt mehrere Leute, die gerne auf die komische Insel da, Delfino Island, wollen. Wer ist das? Isla Delfino von Super Mario Sunshine. Da könnte ich gerne drauf verzichten, ganz ehrlich.
Ja, Hashtag Gebirgsmark Sunshine, ja, ich verhasse es sogar. Gebirgsmark Sunshine, Gebirgsmark Sunshine, er mag es so gern. Die 100% sind noch fern. Ja, ich kenne den ganzen Scheiß. Ich weiß das, ich krieg das echt nicht mehr los, ja. Jedes Mal, wenn das irgendwo kommt, ja, Leute fangen an zu singen sofort. Das ist schlimm. Es ist ein Meme. Ich werde davon ein T-Shirt irgendwann mal drücken lassen, ja, aber nicht jetzt. Und ich habe auch keinen Bock auf diese blöde Insel, ehrlich. Nie im Leben will ich da nochmal hin. Nein. Worauf ich mich gerne stürzen würde, das wäre sowohl Dinosaur Land, das ist diese Insel, die man hatte in Super Mario World. Denn die war vielfältig. Ja, vielfältig. Die war aber auch ziemlich groß. Für so Mario Odyssey-Verhältnis wäre das echt groß. Das wäre so einem Verhältnis ein bisschen größer als das Wüstenland. Aber ich hätte da derbs Bock drauf. Und es hätte so eine Höhenanstieg wie, ich würde sagen, das Forstland. Mit dieser super tollen One Direction Musik, ne? Aber es gibt noch ein anderes Land, was ich auch gerne sehen würde, welches seit ewigen Zeiten existiert im Mario-Universum, ja, seit dem Gameboy. Aber nirgendwo, nirgendwo, irgendwo halbwegs mitgekommen ist durch die Zeiten. Das Einzige, was daraus mitgekommen ist, ist wirklich tatsächlich, und das ist traurigerweise Daisy, ja. Hey, I'm Daisy. Genau die Daisy. Und zwar ist es ihre Heimat, und zwar Sarasaland, oder wie man es nennt. Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach so dahin geschrieben. Sarasaland, ist es richtig? Ich meine schon. Dieses Land ist auch ein bisschen weit gefächert, wer Mario Land gespielt hat. Also Mario Land auf dem Game Boy, der weiß, dieses Land ist ein bisschen exotisch. Es ist ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen den Touch, den Fire Emblem Fates hat. Mit so einer Hälfte ein bisschen davon, die andere ein bisschen davon. Aber Sarasaland geht in die Richtung mehrere Teile, aufgesplittet. Von, sei es asiatisch gehalten, mit irgendwelchen Ninjas drin, es sind wirklich Ninjas in dem Spiel. Überexplosive Schildkröten in einem Gebiet mit viel Wasser und UFOs. Hinterfragt das nicht. Und irgendwo in der Wüste. Ja. Und natürlich einem schönen luftigen Himmelbereich, wo man mit einem Flugzeug rumfliegen kann und Sachen abschießen kann. Inklusive irgendwelchen Bossen, die aussehen, als wären sie straight out of Kid Icarus. Apropos, Kid Icarus steht auch auf meiner Liste. Ich hoffe auf neues Kid Icarus. Ob es kommen wird, das wäre zu hoffen. Denn ich glaube nicht, dass sie einen Port machen werden von dem Kid Icarus Uprising. Das wäre nämlich ziemlich knifflig. Aber mega cool. Fällt mir ein, muss ich auch noch spielen. Hey, habt ihr Bock auf Kid Icarus Uprising, während wir warten auf E3? Ach, Moment, ich habe andere Sachen geplant. Ja, andere Sachen geplant. Und zwar, hey, wer würde es nicht erwarten, ja? Metroid. Metroid Prime. Also der vierte Teil in der Direct. Natürlich. Haben sie letztes Jahr angekündigt oder angeteasert? Soll 2019 rauskommen, stand dran. Glaube ich zumindest, dass es nur 2019 dran stand. Aber es war so der What the fuck-Moment der ganzen Direct. Da sind ja so viele Leute mit raus ausgerastet. Das ganze Internet ist einfach steil gegangen. Es war ein kleiner Teaser mit einem Titel, der gezeigt worden ist. Beziehungsweise einer 4. Ja, und das ganze Internet geht crazy darüber ab. Und ich sitze nur hier so und denke mir so: Geil, du hast keinen einzigen von den Teilen gespielt, aber Asylum mochtest du. Ja, ich mag Asylum. Leute hassen Asylum und das sind die Leute, die Prime gespielt haben. Und es tut mir leid für die Leute, denn Asylum ist ein gutes Spiel. Ob es kommen wird in der Direct? Ja, ziemlich sicher eigentlich. Es ist eine hundertprozentige Sache in dem Sinne. Aber in welchem Ausmaß werden sie was zeigen? Werden sie storymäßig was reinballern? Ich denke mal, wenn sie es zeigen werden, klar. Gameplay müssten sie zeigen. Cinematic, Intro zeigen sie wahrscheinlich auch. Und ja, ne? Also, da ist bestimmt noch was zu holen in der ganzen Sache. Ich habe nur keine Ahnung, wo in der Story das sein soll von Metroid. Ich weiß nicht, wie die ersten drei Prime-Teile aussehen. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe auch den DS-Teil hier von Sunny. Hey Sunny. Ich werde ihn bald spielen. Yay.
Und das alles ist ein bisschen ein großes Rätsel momentan noch, denn wir wissen nichts darüber, gar nichts. Es gibt zwar Theorien von einigen Leuten, aber ich kann mit den Theorien nichts anfangen, weil ich mit der Serie nicht groß verbunden bin. Aber sie werden es ziemlich sicher zeigen. Ziemlich sicher. Was sie auch zeigen könnten, was so eine Sache ist, die momentan im Umlauf ist, ist eine Fusion aus Star Fox und F-Zero? Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ihr wollt einen auch hart verarschen, wenn sowas rauskommen sollte. Das war so ein Gerücht, Leak, sonstiges. Aber ich glaube irgendwo nicht dran, ja. Aber was gezeigt worden ist jetzt vor, ich meine, heute habe ich das gesehen gehabt, ist, dass es einen Leak gibt zu einem Sonic Racing Game, ja. Und ich denke mal, es kommt auf die Switch, ziemlich sicher, weil das verkauft sich massiv gut dann. Und das heißt, warum sollte Nintendo dann direkt noch einen Star Fox bzw. F-Zero Mischmasch raushauen, wenn dann Sonic Racing rauskommt? Das ist große Konkurrenz, ziemlich schwierig und Leute würden wahrscheinlich eher auf Mario Kart stehen, auf ein neues, weil, boah Gott im Himmel, kann ich Mario Kart 8 Deluxe nicht mehr sehen. Das ist widerlich. Abartig, ich kann es echt nicht mehr ab. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber ich habe auf meiner Liste noch was stehen zu Star Fox und zwar, hey, weil Nintendo ja momentan auf dem Gang ist, so ziemlich alles zu porten, was auf der Wii U war und damit ein paar mehr Spiele verkaufen wollen, was gut funktioniert auch, ja, und Leute, die eine Wii U haben und die Spiele schon besitzen, sollen nicht anfangen zu meckern jedes Mal, wenn ein Spiel announced wird davon, ja, jetzt gebe ich mir hart auf Eier, von wegen, dann sollen sie eine Wii U kaufen, können sie nicht, weil keine Wii U mehr zum Verkauf da ist. Ne? Checkt ihr. Sollte ich mal langsam checken, weil das geht mir einem hart auf Eier. Wirklich, nervt das. Die Leute können das nicht spielen, weil sie nicht kaufen können, weil sie keine Konsole davon bekommen. Ergo kaufen sie auf der Switch. Was dagegen? Ja, habt ihr, aber ihr seid trotzdem alle dämlich in der Kippe, irgendwo, wenn ihr das behauptet. Und daran festhaltet sogar. Und zwar sehe ich als Port tatsächlich Star Fox Zero. Warum Star Fox Zero? Star Fox Zero ist ein Spiel, was ich ja auf den Kanal gebracht habe, als es rauskam mit dem Release. Hab's auch als einer der wenigen mit den Voice-Actern drin. Also ich habe das Gamepad abgedingenst, gecaptured von dem Sound. Was herrlich passt. Die Leute haben sich darüber gefreut. Weil sonst hat es keiner gehabt, großartig. Und yay, was bin ich stolz darauf. Ja, das war nämlich ein gutes Projekt. Hat nämlich ordentlich Spaß gemacht. Bis auf der Endboss. Der Endboss war arschig. Aber ich sehe es als Port tatsächlich. Denn es hat sich anscheinend nicht so gut verkauft und diese Bewertung war, glaube ich, auch nicht so pralle. Das heißt, sie hätten dann gut und gerne jetzt, wie viel Zeit gehabt? 2, 3 Jahre? 2 Jahre müssen es sein. Seit dem Release von Star Fox Zero. Es ein bisschen zu verbessern. Und natürlich anzupassen für die Switch. Sei es jetzt mit Joy-Con spielen. Das wäre nämlich möglich, mit den Joy-Cons so ein bisschen, ne? Wie wir schon, Bewegungssteuerung, kannst du das Ding dann direkt drehen und schießen auf den R-Knopf und sowas. Oder halt mit dem Pro-Controller, beziehungsweise mit dem Joy-Con Grip. Ich sehe da großes Potenzial für Star Fox Zero. Ob sie dann es raushauen werden, ich weiß es nicht. Ich hoffe es tatsächlich für die Leute, die es noch nie gespielt haben. Denn es ist an sich kein schlechtes Spiel. Es ist vielleicht ein bisschen kurz. Das muss man zugeben. Es ist Kirby das neue auch. Finde ich irgendwo schade, dass die neuen Spiele mittlerweile also kurz sind. Aber vielleicht ist es einfach nur die Erinnerung an früher, weil man länger gebraucht hat in den Spielen. Ja, aber gut. Und ja, es ist eine ziemlich interessante Sache, ob sie es machen werden. Ich hoffe es. Ob sie es machen werden. Mal schauen. Ich habe ja auch F-Zero stehen daneben, weil beide eh irgendwo miteinander verbunden werden. F-Zero. Oh, das ist eine schwierige Sache. Bei F-Zero ist echt schwierig. Man kann es jedes Jahr auf eine Liste schreiben. Es kommt jedes Jahr nicht vor, nicht mal ansatzweise. Das letzte, was wir hatten von F-Zero, neben den Sachen in Mario Kart, wo er nicht mal selbst vorkommt, der Captain Falcon, ja, ist in Nintendo Land. Und das ist zum Release von der Wii U rausgekommen. Und seitdem und davor gab es ja nur das F-Zero GX. Und das ist auch schon etliche Jahre her. Werden sie ein neues F-Zero machen?
Ui, ich hatte gerade einen Schluck auf. Werden sie nur das F-Zero machen? Ist schwierig. Ist sehr, sehr schwierig. Ich wüsste nicht mal, welches Studio momentan dafür arbeiten könnte. Ja, welches Studio würde daran arbeiten? Das ist schwierig zu ermitteln. Könnten sie von außen Hilfe bekommen? Durchaus, absolut, absolut, absolut. Denn es gibt Fast RMX. Ja, und die Jungs da aus, ich meine, die kommen aus München, meine ich sogar. Die machen mit ihrem Fast RMX echt gute Arbeit. Es sieht halt echt gut aus und das auf einer riesigen Plattform, supportet von Nintendo oder generell komplett, sag mal, die kaufen den Laden auf komplett und die arbeiten dann an einem neuen F-Zero. Das wäre halt massiv gut, aber werden sie es machen? Ich meine, nein. Ich meine, nein. Also, Star Fox und dieses komische F-Zero-Mischmasch, das finde ich sogar realistischer als ein reines F-Zero tatsächlich. Aber man weiß ja nie. Ich weiß ja nie. So, das wäre momentan meine Liste von... Nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich habe noch eine Sache da stehen. Und zwar mit ein bisschen größerem Text sogar bei. Und zwar... Achtung, Spoiler für Xenoblade Chronicles 2. Es kommt ja ein Story DLC im Herbst raus. Ich habe mir eine kleine Sache aufgeschrieben, die ich vermute, die sein könnte als Story DLC. Denn die würde irgendwo halbwegs Sinn machen, tatsächlich zu spielen. Und das könnte ein bisschen schwieriger werden, ja. Ich habe aufgeschrieben, vor 500 Jahren im Aegis-Krieg, spiele als Adam die Geschichte nach und löse die Mysterien der Vergangenheit um Torna und Indol. Wir wissen von den Ereignissen von vor 500 Jahren, wir wissen, was da halbwegs passiert ist, mit den ganzen Leuten, die da waren, mit Adam, Mithra, Bridget, Hayes, mit Laura, mit Jin, und Mikael und so weiter. Wir wissen darüber Bescheid. Und natürlich auch Amalfus. Wir wissen ungefähr, wie sich das abgespielt hat, aber wir wissen nicht Konkretes. Wir wissen nur, okay, die haben da irgendwo halbwegs gekämpft. Aber mehr wissen wir tatsächlich nicht. Ja, die haben da gekämpft, die haben sich bekriegt, warum auch immer. Weil Amalfus einfach komplett durchgedreht ist. Ja, totaler Pillepalle, bla, Cray-Cray. Der ist total das Cray-Cray geworden. Richtig, richtig krank. Ob man die Sachen vielleicht nachspielen kann, denn gerade über Adam wissen wir so vieles nicht. Da ist so vieles offen. Sehr vieles offen. Wir wissen nicht, wohin er gezogen ist, nachdem er mit Mithra losgezogen ist. Beziehungsweise Pyra. Und wir wissen nicht, warum sie da auf einmal da ist, schlafen musste. Wir wissen ziemlich gar nichts darüber. Und diese Geschichte kann man richtig gut nachspielen, gerade halt diesen Krieg zwischen Indol und Torna. Und ich würde auch gerne mal einen neuen Titanen sehen. Ich meine, Torna-Titanen kennt man halbwegs von innen, der ist ekelhaft. Aber ich würde ihn gerne mal von außen sehen, denn er hatte wunderschöne Landschaften. Ja, ist schon fast so... Ja, das war so schön grüne Flächen, grüne Wiesen, Bäume, so einzelne. Es war schön anzuschauen. Aus den Cutscenes. Abgesehen von dem ganzen Mörderzeug, was da nebenbei passiert ist und Leute abgemurkst und so ein Kram. Ach, ist trotzdem irgendwo schön anzuschauen. Das erhoffe ich mir aus dem DLC. Ob es so kommen wird, ob sie das DLC überhaupt ein bisschen anzeigen werden in der Direct, ist offen. Ich würde es bevorzugen, tatsächlich. Ich würde es bevorzugen, wenn sie ein bisschen dazu Informationen rausgeben. Aber was sie auf jeden Fall zeigen werden, ist das... Oder zumindest halbwegs ist das Update zum Hard Mode, der kommen wird im Sommer jetzt. Wir haben das kurz vor kurzem erst, ich meine jetzt ist eine Woche her ungefähr, das Update bekommen 1.4.1 mit neuen Quests. Aber uns fehlen noch die ganzen Informationen zum Hard Mode. Und es gibt ein paar Leaks, ich habe es mir nicht durchgelesen, ich will auch keine Informationen davon wissen, bis es draußen ist. Und bis ich selbst gesehen habe. Ja. Also ich weiß nichts davon. Sollte was kommen, dann hoffe ich doch, werden sie ein Release-Set geben. Auch zu beidem dann am besten. Zu dem Update im Sommer und dem Update im Herbst. Mit dem DLC. Mit dem Story-DLC. Für den Moment bleiben wir aber noch ein bisschen im Dunkeln. Und begeben uns nun zu dem Segment. Zum Segment mit ein bisschen...
ja, hoffen, wünschen, was ich habe bezüglich ein, zwei Spielen, die hoffentlich gezeigt werden. Und ich hoffe, die kommen auch so, denn eines ist ein absoluter Topseller. Und der wäre perfekt auf der Konsole. Und eines ist ein Spiel, was bereits, ja, angekündigt worden ist, ohne Release-Date und gar nichts drumherum. Und noch eines habe ich gerade im Kopf, welches dann doch eventuell ein wenig, ja, nicht überraschend wäre, sondern ein bisschen traurig von Nintendos Seite aus, weil sie es ein bisschen verballert haben. Zumindest Nintendo of UK. Fangen wir damit am besten an, sonst habe ich es nachher nicht im Kopf. Nintendo of UK hat ein bisschen Blödsinn gebaut. Denn als Spyro angekündigt worden ist für sämtliche Konsolen, also diese, was war das, die Remaster-Version der Trilogie oder sonstiges, da hat Spyro gesagt, also die Entwickler von Spyro haben gesagt, okay, es kommt raus auf PC, es kommt raus auf der PlayStation, es kommt raus auf der Xbox. Was hat Nintendo gemacht? Hat da Nintendo of UK, hat da ein Ding jetzt wirklich tatsächlich released? Und wegen, hey, Spyro kommt auch bei uns auf der Konsole und alle so, what? Und das war totaler Wirsch, also totaler wirrer Mist und man denkt sich so, haben die jetzt einen großen Fuck-up gehabt oder haben sie einfach das Spiel gecancelt für die Switch, ohne Nintendo Bescheid zu geben? Nun, ich denke mal, sie werden Spyro zeigen auf der E3, wenn es denn wirklich ein Spyro-Spiel kommen sollte dafür. Und ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Es könnte ein neues Spyro sein, das wäre interessant. Oder es wird halt so ein Remake-Dingen. Aber apropos Spyro, wir haben ein Skylanders, ne? Ich weiß nicht, ob die Serie noch existiert. Sollte sie existieren, wird wahrscheinlich da vielleicht noch was rauskommen. Aber mir fällt von letztem Jahr noch was ein, was gezeigt worden ist, was auf allen großen Konsolen kommt. Und zwar dieses eine Spiel, wo man seine... Man konnte sich so Luftschiffe zusammenbauen, ja so... Ja, sah aus wie ein F, wie so ein A-Wing, F-Wing, was auch immer, X-Wing, sonstigen. Die ganzen Flugzeuge, die man zusammenballern konnte und dann einscannen konnte auf dem Pro-Controller. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, das Spiel. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das Spiel hatten sie ja gezeigt gehabt, mit mehreren Konsolen, mit mehreren Teilen, die man zusammenbauen konnte. Ich denke mal, da wird auch noch was kommen. Ich denke mal, nicht bei Nintendo selbst vielleicht, sondern vielleicht bei einem anderen Hersteller, bei Xbox eventuell. Oder bei PlayStation, aber ich denke eher Xbox. Da es wahrscheinlich auch auf dem PC kommen wird. Aber... Das war nur so ein bisschen ausschweifend. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Ich habe den Namen nicht mehr im Sinn, aber ich fand das Spiel richtig, richtig nice vom ersten Eindruck. Es sah richtig gut aus. Und hoffe, da kommt wirklich noch was, weil dieses Spiel war wirklich schön anzuschauen. Von den kleinen Momenten, die man hatte. Kommen wir nun wirklich zu den Titeln, die ich mir aufgeschrieben habe. Da habe ich nur zwei. Und zwar habe ich zum einen Shovel Knight King of Cards. Wir wissen, dass es rauskommen wird. Wir wissen davon ein bisschen was. Wir wissen den Release-Datum nicht. Gar nichts. Finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe, es kommt direkt bald raus. Aber sie scheinen noch ein bisschen dran zu arbeiten. Also würde ich nicht vermuten, dass es vor Herbst bzw. Winter rauskommen wird. Was ein bisschen schade ist. Aber ich hoffe, sie hauen wenigstens einen Trailer raus. Denn jede Person, die von Shovel Knight die Amiibo-Werbung gesehen hat, ne? Boah. Die war unfassbar elegant und absolut rein. Shovel Knight, Black Knight, King Knight, Spectre Knight. Ihr wisst schon, diese komische, gruselige Werbung mit Aaron von den Game Grumps, die war absolut genial. Die Amiibos sind, glaube ich, immer noch nicht erschienen. Die müssen langsam mal bald erscheinen, meine ich. Sonst ist es immer noch ein Trauerspiel. Ich vermute, na gut, wenn wir schon mal dabei sind, Amiibos, Mega Man, klar, Mega Man 11 werden sie eventuell noch ein bisschen mehr zeigen. Gab es ja auch vorgestern, glaube ich, einen Trailer zu. Da wird es auch ein bisschen was Lustiges geben. Und meine größte Hoffnung als Nindy, die natürlich auf jeden Fall ein großes Segment bekommen werden. Die werden ja groß gepriesen. Switch ist generell irgendwo so eine halbe Steam-Machine mittlerweile geworden. Ist ein Spiel, was über Kickstarter finanziert worden ist. Ja, so Crowdfunding-Zeug.
Und was übelst gut ankommt, was eine Hommage ist an die ganzen 3D-Plattformer, die es gab, damals N64, Gamecube-Zeiten rum. Und das ist Ahead in Time. Es ist ein schönes Vorspiel. Mit einem niedlichen Charakter, mit einer kleinen Dame, mit einer kleinen Magierin, mit einem riesigen Zylinder auf dem Kopf. Hat ein bisschen Steampunk drin, so ein bisschen Feeling. Aber es ist ein 3D-Plattformer, der richtig gut ankommt. Ich habe es mir tatsächlich nie großartig angeschaut. Denn ich habe immer die Hoffnung, dass diese Spiele ja auf Konsolen, auf dem PC kommen. Da, wo ich mir wahrscheinlich dann spielen würde. Aber wenn das Spiel rauskommen sollte, das wäre so genial. Das würde sich so gut verkaufen. Ziemlich sicher. Denn es ist sowieso schon ein Meisterwerk eigentlich. So unfassbar gut ist es bewertet und ankommen bei Fans. Ich denke mal, da werden wir eine Menge Spaß haben, ne? Eine Menge Spaß. Aber gut, das wäre meine Liste. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben gehabt, wirklich, und bin die komplett durchgekommen. Mit ein bisschen zusätzlichem Zeug, was mir nicht aufgefallen ist oder eingefallen ist vorher. Oder neuen Informationen. Abschließend, Pokémon 2019. Das Core-RPG werden sie wahrscheinlich nicht zeigen. Das wäre zu früh und total beklopptes Marketing, wenn sie jetzt neben Let's Go Pikachu und so weiter das andere Ding raushauen würden. Das würde keinen Sinn ergeben, dann würden sie das eigene Spiel irgendwo zerstören. Dieses Let's Go Pikachu und Evoli Zeugs, was ich absolut nicht abkann. Aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr erhofft, was ihr in A3 sehen wollt. Ich werde vielleicht ein Bingo zusammenstellen, ja, mit Sachen, die wir sehen könnten, mit Sachen, die ich erhoffe. Aber wir sind jetzt bei gut und gerne, wie viele Minuten? Ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten, das zeigt mir gerade an, gleich schon 47 Minuten Aufnahmezeit. Oh wow. Oh wow. Aber hey, was erhofft ihr euch während der E3? Ich meine, wir werden das auf jeden Fall hier im Kanal streamen. Wir werden uns da hinsetzen und dazu live kommentieren, live Reactions bringen. Von euch aus dem Chat hinaus und von mir natürlich mit der Kamera. Pling, pling, mit der Facecam. Aber ja, ich bin erstmal weg an der Stelle. Ich danke fürs Zuschauen wie immer. Und ich wünsche euch einen angenehmen und frohes E3-Fest während des Junis. Natürlich nicht zu vergessen, es kommen ein paar tolle Spiele während der Zeit auf dem Kanal, Livestream-mäßig und vielleicht sogar als Let's Play. Vielleicht. Aber ich bin jetzt mal raus. Ich danke fürs Zuschauen wie immer und sage auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.